Papst Franziskus hat bei der traditionellen Christmette an Heiligabend die menschliche Gier nach Konsum kritisiert. Er rief im Petersdom in Rom zur Besinnung auf die Spiritualität sowie zum Teilen mit den Armen auf. Der Mensch ist gierig und fresssüchtig geworden, sagte der Papst. Für viele sei das Anhäufen von Dingen zum Lebensinhalt geworden. Wir müssen den Gipfel des Egoismus überschreiten, sagte er weiter. Der kleine Körper des Kindes in Bethlehem habe ein neues Lebensmodell entworfen, führte das Oberhaupt von weltweit 1,3 Milliarden Katholiken mit Blick auf die Geburt Jesu aus. Dabei gehe es um Teilen und Geben, predigte Franziskus. Fragen wir uns, an Weihnachten teile ich mein Brot mit dem, der keines hat? Der aus Argentinien stammende Papst hat als Priester Jorge Bergoglio früher in Buenos Aires häufig die Armenviertel besucht. Franziskus ist geprägt von der Volkstheologie, der argentinischen Variante der sozialistisch geprägten Befreiungstheologie.